Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Tennis Warehouse Europe Schlägertest. Heute stellen wir euch den aktualisierten Head Graphene XT Prestige Pro vor. Mit seinem offenen 16x19 Seitenbett und etwas eckigerem Rahmenprofil bietet dieser Head Graphene XT Prestige Pro ein noch kraftvolleres Spielgefühl mit sehr gutem Spinpotenzial. Genau wie bei den Vorgängermodellen hat auch dieses Update ein ziemlich hohes Schwunggewicht, was ein solideres Durchschwingen bei hervorragender Stabilität ermöglicht. Damit ist dieser Schläger ideal für ambitionierte Mäden- und Turnierspieler, die nach einem Schläger suchen, der sich durch eine Kombination aus Präzision, schwungvollem Spiel und guter Stabilität auszeichnet. Die Prestige-Liebhaber werden begeistert sein. Endlich ist das Nachfolgemodell der Prestige-Serie hier. Hier in meiner Hand ist der aktualisierte Head Graphene XT Prestige Pro. Und wie auch die Vorgängermodelle ist diese Version vor allem sehr kontrollierbar. Eine der wichtigsten Merkmale aller Prestige-Schläger, einfach diese solide Kontrolle, das Gefühl, dass man wirklich keine Sorgen haben muss, den Ball zu weit zu schlagen, einfach wirklich dieses krispe, knackige, solide Schlaggefühl. Eine weitere Sache, die sich Head bei dieser Version überlegt hat, ist das dynamische Seitenbild. Und was Head hier gemacht hat, ist den Abstand der Längsseiten hier im Sweet Spot etwas verringert, damit quasi hier in dem kraftvollsten Bereich des Seitenbettes der Spieler noch mehr Kontrolle hat im Vergleich zu dem Vorgängermodell. Und im Gegensatz dazu hier an den Außenseiten des Seitenbettes hat Head genau das Gegenteil gemacht, quasi den Abstand der Längsseiten etwas erweitert, damit quasi in diesem Bereich, was normalerweise ziemlich tot ist, wo einfach wenig Energie rauskommt und auch in dem Bereich, wo normalerweise die Armschmerzen entstehen, die Abstände der Seiten etwas erweitert, um quasi einfach ein noch beweglicheres und ein noch schwungvolleres und lebendigeres Gefühl hier aus diesem Bereich zu bekommen. Und in der Kombination mit der zusätzlichen Kontrolle hier im Sweet Spot hat das unseren Testern extrem viel ausgemacht und wir hatten wirklich alle das Gefühl, dass diese Kombination aus diesen beiden Sachen sich wirklich sehr ausgezahlt hat bei diesem Update des Prestige Pros. Nichtsdestotrotz ist die Kontrolle und einfach dieses solide Gefühl hier von diesem Prestige Pro erhalten, genau wie es bei dem Vorgängermodell gewesen ist. Und ja, alle unsere Tester waren wirklich sehr, sehr zufrieden mit der Power, mit dem Gefühl und mit dem Komfort von diesem aktualisierten Prestige Pro. Wie ihr wahrscheinlich wisst, es gibt nicht nur den Prestige Pro, es gibt noch viele andere Schläger, die in dieser aktualisierten Prestige-Serie dabei sind. Für mehr Informationen zu diesem Schläger und allen anderen Schlägern besucht uns im Internet auf tenniswareshouseeurope.com.